Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 15 auf der Erfolgshill. Ja, jetzt habe ich auch wirklich die Aufnahmetaste gedrückt. Ich habe eben wohl die Taste nebendran erwischt, habe schon angefangen zu reden, angefangen hier zum Hof weiterzufahren und wundere mich auf einmal, hä, der nimmt ja gar nicht auf, was ist denn da los? Aber jetzt passt's gut. Wir fahren also zum Hof, wir machen dann dementsprechend mal sauber. Saatmaschine brauchen wir heute nicht mehr. Und wir haben nach 12. Wir könnten also dann auch mal die Preise schauen. Die dürften sich ja jetzt auch verändert haben. Also Raps sollte jetzt in den Keller gegangen sein. Interessiert uns aber nicht mehr, weil wir eh keinen Raps haben. So, haben wir hier ein Frontgewicht? Nee, können wir also gleich auf den Traktor, dann auf die Saatmaschine. Saatmaschine weg. Und dann, ja, wenn der Haferpreis nicht gesunken sein sollte, dann werden wir Hafer verkaufen. So, Traktor sauber. Dann haben wir hier die Maschine noch sauber. Komm schon. Ah, so langsam wird's, so langsam wird's. Und ja, fast 8000 Liter Kompost haben wir auch schon wieder in der Kompostierung drin. Also da geht es so langsam, aber sicher auch wieder vorwärts. Wenn wir dann natürlich Hafer verkauft haben, können wir auch durchaus die Zeit dann mal schnell drehen, dass hier dann ordentlich Kompost zusammen ist. Können das rausfahren, können dann wieder sagen, Stroh reinfahren. So, dass wir hier unser Stroh, was wir im Lager haben, sogar komplett noch verscherbelt bekommen. Also verscherbelt ja eigentlich nicht. Ja, komm, ich mach mal Außenansicht. Sehen wir doch in die Richtung. Sehen wir doch besser, wie weit wir hier zurückfahren müssen. So würde ich sagen, passt das. Steigen wir eben aus und hier zack, zack, abhängen. So, Innenansicht, vorwärts weiter, muss ich mit dem im Moment irgendwas machen? Nee, eigentlich gar nicht. Den Anhänger zum Verkaufen haben wir am anderen Traktor dran, also fahren wir da mit dem anderen weiter, stellen wir den hier ab. Ich gehe gerade erstmal noch hier hin, gerade denke ich nämlich noch dran. Wir haben ja da unten ein bisschen unschön Stroh noch liegen. Jetzt haben wir hier gerade sowieso den Sammelwagen in der Nähe. Also warum nicht aufsammeln? Und ja, auf dem Weg dorthin schauen wir mal F11. Ja, Hafer ist sogar nochmal hochgegangen, der Preis. 681,2 bekommen wir da jetzt beim Viehmarkt. Das heißt, während dem Verkaufen können wir dann auch mal Verkaufskurs Viehmarkt einfahren. Ach so, da gehen wieder die Tasten nicht, weil ich F11 offen hatte. So, jetzt aber den Verkaufstour zum Viehmarkt haben wir eben noch nicht. Und werden wir aber ja dann doch durchaus benötigen, wenn wir da öfter mal Hafer loswerden wollen. Ja, beim Roggen müssen wir dann noch schauen, wo der seinen besten Preis hat, wenn wir dann das erste Mal Roggen haben. Genauso mit den Sonnenblumen. Möglicherweise müssen wir da hier und da dann auch nochmal einen zusätzlichen Kurs einfahren. Aber ja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. So, komm, quäl dich den Berg hoch. Und dann, ja, ich glaube, ich fahre gerade rückwärts die Rampe hoch. Das heißt, wenn ich das nächste Mal Kompost hier weggefahren habe, dann kann ich hier, bevor ich den wieder vom Cosplay weiterfahren lasse, sagen hier einmal eben noch den Rest abkippen, dass er den nicht wieder mit zum Hof runternimmt. So. Bremsen, Rückwärtsgang, nicht ganz so krass aufs Gas steigen, dass wir nicht ganz so schnell sind. Dann haben wir hier auch schön Zeit, das ordentlich zu machen. So, und natürlich klar, da geht nichts mehr rein, aber wie gesagt, das nächste Mal. So, hier stehen wir auch im Hang, machen wir sicherheitshalber die Handbremse rein, sieht einfach schöner aus. Gut, hier wollten wir hin.
Mit dem werden wir jetzt also, und da müssen wir mal schauen, wo ist denn der Viehmarkt überhaupt? Der ist im Hof, okay. Im Hof, im Ort. So, im Hof. Wie fahre ich da? Ich glaube, da fahre ich so wie Feld 6. Wir haben ja eh mehr als einen Anhänger, den wir verkaufen. Wir haben ja, wie viel haben wir drin? 60.452, also vier Anhänger, 4 mal 15 sind 60.000 und die 452 Liter, die dann übrig bleiben, die bleiben im Lager drin. Wegen dem bisschen fahren wir nicht nochmal eine Extratour. So, halt, das war die falsche. Das war die falsche. So, hier wollen wir hin. So, Körnermais, Sonnenblumenrocken, Hafer, ja, natürlich das letzte zum Auswählen. So, befüllen. Dann fahren wir jetzt einmal einfach so, um zu schauen, wo genau ist denn dieser Viehmarkt und wie müssen wir da langfahren, damit wir uns überlegen können, bei der zweiten oder bei der dritten Tour dann einen Kurs einfahren zu lassen. Und die vierte Tour, den letzten Anhänger, würde ich sagen, den lassen wir dann Cosplay fahren, bleiben aber im Fahrzeug sitzen und beobachten das, ob das dann auch wirklich gut läuft. Vielleicht mache ich eben die zweite Tour dann auch schon, dass ich den Kurs einfahre. Dann könnte man sogar die dritte und vierte Tour von Cosplay fahren lassen. Ich würde dann also wirklich hier so rum lang fahren lassen. Glaube ich, doch vom Fahren recht angenehm. So, hier vorne rechts, dann an der Kreuzung links. Da blinken wir auch mal. So, einmal nach links abbiegen. Ja, hier berghoch. Das zieht natürlich ein bisschen jetzt mit schwerem Anhänger. Aber gut, wenn wir beim Hof dann Richtung Kompostierung gefahren wären, wäre ja auch noch möglich gewesen. Haben wir auch einen Berg drin, also von dem her schenkt sich dann beides eigentlich nichts. So, jetzt komm, gib Gas, gib Gas. Wenn ihr platzierbare Objekte auf der Map platzieren wollt, hier links ist ein großer Platz, da habt ihr also dementsprechend ordentlich zur Verfügung. Da könnten wir uns zum Beispiel dann auch mal überlegen, das ein oder andere platzierbare Objekt hinzustellen, das uns dann zusätzlich noch Geld reinbringt. Also dass wir da zum Beispiel dann die Gewächshäuser, die müssten wir halt dann versorgen. Heißt, wenn wir die haben, bräuchten wir auch Viehzeugs. So, jetzt schauen wir noch mal. Ein Stück weiter müsste es dementsprechend sein. So, jetzt ist die Frage hier rein. Ich fahre mal noch eins weiter. Ja, auf jeden Fall. Da ist. Ah, da ist das. Okay, dann wäre also der Kurs, würde ich dann auch so rum hier lang fahren lassen. Und hier müssen wir dann abkippen. Hier ist der Viehmarkt. Hier können wir dann einmal unsere Masthühner kaufen. Unsere Mastküken, denn Masthühner sind es erst nach der Mästung. Hier Kühe und Schweine. Ist getrennt hier eben. Nicht wie bei der Ackendorf, das war alles an ein und derselben Station. So, und hier oben. Oh, da guckt ein bisschen Gras durch. So, und hier oben dann abkippen. Das ist jetzt nur die Überlegung. Ich hier abkippe mit Cosplay und fahre hier direkt rum nach links, ob der das packt oder ob der dann hier an der Ecke hängen bleibt oder ob ich hier vielleicht dann doch hier weiter reinfahre und fahre dann hier einmal um den Park drumherum. Das ist natürlich dann kilometermäßig, wenn man viele Hänger zu verkaufen hat, viele Anhänger. Das ist natürlich auch schon ein ordentliches Stück. Deswegen gehen wir mal in die Außenansicht. Ich zoome ein bisschen weg. Wir schauen mal, wenn wir da links fahren, wie eng das wird. Deswegen hier wirklich jetzt gut, dass wir sagen können, wir fahren erstmal so selber und schauen uns das haargenau an.
schon, es hat nicht ganz gereicht. Wir können den Kredit noch nicht zurückzahlen. Aber da müssten wir links fahren können, ohne dass Cosplay da gleich Probleme bekommt. Dann eben hier wieder links und dann können wir schon wieder Innenansicht gehen. Den Rest vom Weg finden wir auf jeden Fall so oder so, denn dann müssen wir hier hauptsächlich nur noch geradeaus. Okay, also ich habe mich entschieden, wie ich den Kurs fahren möchte. Das heißt, wir können einfahren. Dann, ja, sollten wir die Folge doch noch möglichst hinbekommen. Schauen wir mal. Sorry, da musste ich mich mal kurz räuspern. So. Schön weiter, kommen. Da müssen wir natürlich auch schauen. Wir haben ja bei diesen Kursen unsere Start- und Endkurse. Das heißt, wir fahren ja nur nach dem Startkurs eben, ja, bei Silo haben wir keinen Endkurs. Das heißt, wir müssen vom Startkurs, wo der endet, aus dann fahren und dann eben bis zu unserem Punkt, wo wir die Kurse immer ändern lassen. Das heißt, wenn wir irgendwann dann eben auch mal was anderes zum Viehmarkt fahren müssen, zum Verkaufen, müssen wir dann nur Start- und gegebenenfalls Endkurse miteinander austauschen. Und wir haben jeden Markt, wo wir irgendwo mal was verkaufen müssen, eben nur einmal drin. Auf kurz oder lang hat man vermutlich wirklich jede Verkaufsstation dann auch mal einen Kurs eingefahren, weil durch große Nachfrage kommt man dann doch mal irgendwo anders hin und so. Also die wichtigsten macht man natürlich direkt zu Beginn, aber der Rest, der kommt dann nach und nach einfach noch dazu. Das lässt sich nicht vermeiden. Gut. Und ja, wenn ich so auf die Uhr schaue, ich glaube, in der Folge packen wir den Kurs doch nicht mehr. Dann machen wir hier, die letzte Folge war ja auch wieder eine kürzere. Machen wir hier noch einmal befüllen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Heute leider wieder eine kurze Folge, so gleicht sich die lange wieder aus. Und ja, wir sehen uns hoffentlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.